So, und jetzt zum Match des Tages, dem Main Event. Ja, hier hat dann nämlich gar keiner gewonnen, steht nur verloren. Das hatten wir bei Kalimba und Dolph Ziggler ja auch. Ja, dass da der Erste, der aus dem Ring gegangen ist. Egal, steigen wir mal ein, lassen wir mal die Einmärsche. Ja, lassen wir mal die Einmärsche von Seth, den drücke ich gleich weg. Ich will nur wissen, wer der Unbekannte ist. Also ist es ja mal Sanchez, der hatte ja noch kein einziges Match diese Season. Kein einziges. Oder ist es der eine neue CAW, den ich mir zusammengebastelt habe? So zwischenzeitlich. Vor ein paar Minuten. Vielleicht ist das, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen, ich lasse mich auch mal überraschen. Ich weiß es ja auch nicht, ist ja geheim. Das ist genauso wie diese geheimen Trophäen bei der PlayStation oder geheime Gamescores bei der Xbox. Da weiß man ja auch nicht, was es ist. Es sei denn, man guckt im Internet nach, was es ist, dann weiß man schon. Aber sonst... Ja, den drücken wir jetzt mal weg. Mal gucke, wer es sein wird. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, da sehen wir Karma. Wen hat sie sich geholt? Hey, wait a moment. What's he doing out here? Ah, ich habe jetzt an einen besseren Auftritt von ihm gedacht. Schade, ich dachte, ich wollte das jetzt mit Einmarsch und sowas alles haben, aber nö. Hätte nicht sollen sein. Konter, 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 Konter. Oh, das tat auch weh. Ja, Seth setzt mir hier gerade richtig schön zu. Oh, da hat er sogar Karma eine reingehauen. Ja, hallo, man schlägt aber keine Frauen. Ne? Gut, vielleicht Vicky, aber nicht Karma, obwohl die kann das ab. Aber trotzdem, es gehört sich nicht. Es gehört sich einfach nicht. Und Clothesline. Und nochmal ein Facebuster hinterher. I don't think so. Outlaw. Ja, jetzt wird hier alles gekontert. Body Slam. Ja, Vicky ist auch schon wieder auf 180. Mit ihrem Excuse me. Sei's drum. Und jetzt Twist of Fate. Und da versagt meine Stimme. Und das Cover hinterher. Ein. Nein. Da kommt Seth nochmal locker flockig raus. Und er geht auf Seil. Das ging daneben. Whip in die Ringecke. Dropkick in die Ringecke. Und nochmal ein Shoulderblock, der aber irgendwie leichter abgefangen wurde als alles andere. Und was treiben diese beiden hier eigentlich im Ring? Ja, er steht wieder auf dem Seil und oh, da tritt er ihn akkurat runter. Ja. Und warum ist Karma nicht mit Kalimba hier? Wundert mich gerade so ein bisschen, sonst hängen die beiden ja immer zusammen ab. Naja, ist ja auch wurscht, vielleicht wollten die beiden sich ja mal eine Pause gönnen. Und was macht Vicky da? Auf dem Ringseil. Nicht auf dem Ringseil. Auf dem Apron. Sie tut, was sie kann. Außer Excuse me schreien. Da hat sie heute keine Lust drauf. Dropkick. Aber den ignoriert Seth akkurat.
Whip-In nach draußen. Und wieder rein. Ein Senton ging in die Hose. Ja, und jetzt Zed. Was macht Zed? Tritt gegen die Wirbelsäule, gegen den Rücken. So etwas tut doch weh. Was ist los? Bekommt Zed? Nein, er bekommt kein Oberwasser. Hätte mich auch echt... Oh, da liegt einer auf der Nase und bekommt Tritte auf selbige. Und ja, wieder der brutale Move. Ja, selbst der Griff wurde gekontert. Mit einem Knietritt. Schöner Uppercut. Mal gucken, was jetzt noch alles kommt. Ja, was sollte das jetzt werden? Und was wird das, wenn es fertig ist? Ich habe keine Ahnung. Und der Twist of Fate gekontert. Der Twist of Fate wurde gekontert. Aber dafür jetzt der... Oh, der Butterfly Suplex. Oha. Hoffentlich steht er nochmal auf. Nicht, dass das sowas wird wie von El Scorpio. Die Rückkehr. Aber das Comeback. Das ging ja auch derbe nach hinten los. Vom Biss total in die Hose. So, Coverversuch. Ja, Vicky lenkt den Ringrichter ab. Und nochmal das Cover. Nein, Zed kommt auch locker wieder raus. Besonders da noch nicht mal angezählt wurde. Hat unsere liebe Miss Vicky ja immer ganz gerne sich da zwischensteckt. Ja, Tritte auf den Schädel. Und jetzt geht's draußen weiter. Und wieso hat Zed zum Himmeldonnerwetter sein Finisher voll? Ja, mir soll es egal sein. Oh, da ging ja jetzt total in die Buchse. Oh, was macht Vicky? Vicky schlägt... Vicky schlägt auf ihn ein. Darauf komme ich jetzt nicht klar. Ja, und wieder im Ring. Oh, ich glaube, das hätte ich jetzt lassen sollen. Da kommt Finisher von Zed. Ja, aber er rollt sich mal einfach mal nach draußen. Und im Ring geht's weiter. Zed kontert. Ja, er jubelt. Wieso jubelt er? Am Anfang hat er noch derbe auf die Rübe gekriegt. Oh, und das Knie in die Rübe gefolgt vom Bulldog. Und da hat er schon wieder seinen Finisher voll. Das darf doch nicht wahr sein. Der Typ führt mich hier ja richtig vor. Und nochmal der Finisher. Ja, ich weiß zwar nicht, warum er hier nicht kontert, aber... mir auch egal. Aber in die Ringecke mit dir. Und Whisper in the Wind mit Platzwunde.
doing whatever it takes to win. Ach, und da steht er wieder. Oh my God, bodies are everywhere. Und ein Roller. Ein Roller und keiner. Irgendjemand? Vicky? Er hält ihn da hinten akkurat fest. Und Vicky geht nochmal nach oben. Müsste Vicky nicht langsam mal... Ja, sie wurde vom Ring verbannt. Ach, jetzt kommt der Herr da hinten mal raus. Und Swanton Bomb. Das, wenn jetzt das Cover durchkommt, dann war's das. Jawohl, das war's. Okay, sehr tolle Kamerafahrt. Ja, Karma feiert. Jeff feiert. Zed feiert nicht. Und Vicky sagt, excuse me. Ja, die Fans jubeln mit ihm. Und es passiert sogar was. Ach. Excuse me, excuse me, excuse me. Oh. Das hatte ich in der ersten Season auch schon, aber diesmal sah ich nicht. Ach, ich war meine Eier. Ja, nein, diesmal nicht. Ja, Vicky ist enttäuscht. Ja, excuse me, das sagt sie danach, glaube ich, auch noch.